Hallo liebe Zuhörer, hier spricht mal wieder der Callcenter Crusher. Heute habe ich zwei Anrufe von Cryptonetic für euch. Eine freundliche, aber sehr langsame Firma. Trotzdem riefen sie ohne meine Genehmigung bei mir an und als sie sich dann noch per Anydesk auf meinem Rechner verbinden wollten, war sofort klar, wes Geistes Kind die sind. Das kann ja nur eine seriöse Brokerfirma sein. Die langen Sprechpausen habe ich rausgeschnitten, damit ihr beim Zuhören nicht einschlaft. Wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte. Oh, guten Tag. Guten Tag. Herr Baker ist dran. Julian Baker, mein Name. Grüß Sie. Ja. Können wir ein kurzes Gespräch machen? Haben Sie kurz Zeit? Habe ich. Worum geht's denn? Wunderbar. Okay, also ich möchte mit Ihnen mitteilen, unser Kryptobot, unser Handelsroboter. Haben Sie schon mal gehört über Arbitragehandel? Nee, habe ich nicht. Okay, also Arbitragehandel, wir machen Folgendes. Kaufen wir ein Produkt, wo kann man günstig finden und verkaufen wir das weiter, wo kann man am teuersten verkaufen. Zwischen die Preisdifferenz erreichen wir die Gewinne. Alles das macht unser Roboter. Ja, wir haben in letzter Zeit einen Roboter entwickelt, eine Software. Was macht unser Arbeiten leichter und dadurch sicher? Wir arbeiten mit dem Algorithmus von Kryptowährung. Kryptowährung sagt Ihnen etwas? Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin? Das habe ich schon mal gehört, ja. Okay, also die Bitcoin, nehmen wir Beispiel die Bitcoin, hat nicht den gleichen Preis in verschiedenen Marketplätzen, in verschiedenen Kryptobörsen. Wissen Sie schon, was sind Kryptobörsen? Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Zum Beispiel Kraken, Binance, Polynex und so weiter. Das sind im Vergleich mit Laden und am Marktplatz was kaufen und verkaufen Kryptowährung. Ja? Und die Bitcoin hat nicht den gleichen Preis in verschiedenen Kryptobörsen. Gibt Preisdifferenz dazwischen. Und das haben wir genutzt, einen Handelsroboter entwickelt. Was arbeitet mit der Preisdifferenz? Kauft, wo kann man günstig finden und verkauft das sofort, wo kann man am teuersten verkaufen. Und so erreichen wir tägliche Gewinne von der Preisdifferenz von verschiedenen Kryptowährungen. Mhm. Ja? Das ist sehr leicht. Alles läuft über eine Kryptobot, ja? Über einen Handelsroboter. Ja? Ein Boot? Sie können, ja, ein Kryptobot. Roboter. Ach, ein Bot. Ich habe verstanden, ein Boot. Sie sagten ein Boot. Kryptobot. Bot. Roboter. Ja. Das ist eine Software. Ein Roboter, was macht unsere Arbeit leichter. Ja? Okay. Kryptobot. Jetzt haben Sie schon verstanden. Ja, jetzt habe ich verstanden. Okay, also ich möchte Ihnen gerne das zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn Sie schon einen Computer vor sich haben und einen Laptop, können wir einen Blick werfen bei den Roboter, wie das Ganze funktioniert, mit welcher Crypto-Exchange sind wir verbunden und eine Demo-Konto für Sie eröffnen. Es ist alles kostenlos. Ja, erstmal würde ich gerne wissen, von welcher Firma Sie überhaupt anrufen. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ich rufe Sie an von Cryptonetic. Cryptonetic, das ist auch Ihre Webseite? Yep, cryptonetic.co.uk. Cryptonetic, buchstabieren Sie mir das bitte mal. Okay, wunderbar, ich buchstabiere. Eine C wie Cäsar. Ja. R wie Richard. Ja. Y. Ja. P wie Patrick. Ja. T wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Augenblick. Krypto und wie ging es weiter? Kryptonetic. N wie Nordpol. Ja, okay. E wie Emily. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Cäsar. Ah ja. Und dann? Punkt.co.uk. Punkt co. Punkt UK.
Großbritannien. Okay, gut, okay. Jetzt suchen Sie einmal und was schauen Ja, der Rechner ist ein bisschen langsam. Der fährt ja Sie? erst, der fährt ja erst hoch. Hier, wir haben eine Zeit. Ja, das ist schön. Das ist schon mal gut. Okay, wenn ich fragen darf, was machen Sie beruflich? Naja, gut. Warum interessiert Sie das? Nur zu fragen. Ja, ich bin im Stahlbau tätig. Stauber. Das ist sehr gute Arbeit. Ein bisschen schwerlich. Geht. Ja, nee, ich bin als Ingenieur tätig. Ah, Ingenieur. Ja. Das ist schon gut. Das stimmt. Gut, okay. So, und eine Frage noch. Sie sind aus England, sagten Sie, ja? Genau. Und in Deutschland haben Sie keine Filialen oder so. Momentan haben wir nicht, ja, aber wir kommen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Wir machen ein Meeting, ja, laden wir ein die Kunden, was sind aktiv bei uns, ja, wir stellen fest Projekte und so weiter und so fort. Ja, einmal, zweimal im Jahr machen wir Treffen Ah ja, in okay. Deutschland, in Österreich, in Schweiz und so Okay, weiter. ja. Das heißt, Ihre Firma ist bestimmt auch schon älter, ne? Ist schon Wir sind erfahren. ja, mal viel Erfahrung. Wir anbieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, jetzt haben wir gesprochen über die Kryptowährung. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel in Forex, Indizien und in Aktionen. Wir sind am Start von 2016. Von 2006. Ah ja, England, warten Sie mal, da sind Sie doch mit Sicherheit als Finanzdienstleister irgendwie, wie heißt das bei der FCB, EFSA. FCA, ja. EFSA. Ah ja, da sind Sie registriert Ja, und reguliert. wir Ah sind ja. registriert bei EFSA. Ja. Ah ja, sehr schön. Gut. Okay, die Seite haben Sie schon geöffnet. Nee, Stimmt, oder? es lädt noch, das ist das Problem. Ich habe einen Wie alten lange dauert Rechner. Das ist ein das? sehr Das stimmt. langsamer Rechner. Ingenieur mit alten Rechnern, das Ja, glaube nee, ich nicht. zu Hause habe ich einen alten Rechner, aber mein Rechner in der Firma ist eine ganze Ecke schneller, der kann ein bisschen mehr. Ach so, Ja, verstehe ich schon. das ist der Punkt. Naja, gut. Okay. Ja, wir waren gerade Ja. bei der FCA stehen geblieben. Da sind Sie registriert. Ja, wir haben eine Lizenznummer bei FCA. Wir sind registriert und reguliert. Ah ja. Und die kann ich mir ja schon mal aufschreiben. Die können Sie mir ja schon mal geben, ne? Unter welcher. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken über unsere Lizenznummer und da können Sie selbst mal schauen. Ja, gut. Okay, dann schicken Sie mir Oder einfach. es ist mir auch lieber, wenn wir zusammen verbinden die Bildschirme. Kennen Sie die Programm TeamViewer? Können wir zusammen verbinden und ich kann Ihnen das alles zeigen. Ja, ich kenne TeamViewer, natürlich. Aber schicken Sie mir doch erstmal die E-Mail. Okay, ja, bestimmt. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken. Ja, ich sage Bescheid meiner Sekretärin und kann die Ihnen eine E-Mail schicken. Okay, wenn ich fragen darf, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Habe ich doch eingetragen mit Sicherheit. Sie haben schon eingetragen, aber Ja, ich eben. möchte das überprüfen. Ja, dann sagen Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse, die sie bei Ihnen steht. Dann sage ich Ihnen, ob die richtig ist. Okay, ich habe auch nicht meine Brille mit, deswegen. Ich habe gelassen in meinem Auto, war ich einkaufen und habe ich bei meinem Auto vergessen. Ja, Ja, war aber nicht gut. Sie können ja sonst auf dem Monitor tatsächlich alle Sachen gucken. Sie können ja auch die Bildschirmlupe nutzen. Ist ja kein Ganz kurz. Problem. Nicht. Bei mir steht nicht die E-Mail-Adresse. Die habe ich mit eingegeben. Sie haben schon mit eingegeben. Aber Sie können auch mir das sagen, ja? Nee, also wenn Sie meine E-Mail-Adresse nicht haben, dann gebe ich Ihnen nicht ein. Dann gebe ich Okay, denen die alles klar, nicht. ich trotzdem Ihre Entscheidung, wenn Sie möchten. Nee, wenn Sie meine Adresse nicht haben, ich weiß ja gar nicht, woher Sie meine Daten überhaupt haben. Woher haben Sie Ja, meine Daten darum, denn?
Ihre Datum habe ich schon bekommen, weil Sie haben schon mal Interesse gezeigt über eine Werbungskampagne, ja. Ja, aber Und nicht bei an Ihrer Firma offensichtlich. Haben Sie denn offensichtlich mal nicht. ein Double Opt-in, dass Sie mich anrufen dürfen überhaupt? Ja, Okay. so nicht. Ja, okay. Wann habe ich das Ihnen das denn gegeben, das Double Opt-in? Wann Ganz und kurz. wo? Es war circa ein Jahr her. Und Ach, ich habe. Dann, Sie müssen mir ganz genau sagen, wann und wo ich Ihnen das Double ganz Opt-in genau gegeben kann habe. ich nichts sagen. Wie gesagt, Also haben Sie ich kein habe Double auch. Opt-in. Warum Wissen Sie hacken Sie eigentlich, was meine ein Double Arbeit Opt-in auch ist? an diese Schwier? Wissen Warten Sie Sie ganz eigentlich, was kurz, ein ich Double gehe Opt-in ganz ist? runter, Sie haben nehme schon keine meine Ahnung von dem. Briefe Sie und sind können also ein wir Scammer. weiter. Okay, alles klar. Sie sind eine Scammer-Firma. Für was Okay. Scammer-Firma? Ja, Sie können mir das Double Opt-in nicht geben. Angeblich soll ich vor über einem Jahr irgendwo ein Double Opt-in gegeben haben, was ich nicht ge ge gemacht habe, weil diese Telefonnummer noch gar nicht so lange existiert. Also ist das völliger Blödsinn. Sie können meine E-Mail-Adresse nicht lesen, weil Sie Ihre Brille im Auto vergessen haben. Wie gesagt, meine Brille sind am Auto. Ich Ja. kann Ihnen nach warte, 5 Minuten maximal, ich hole meine Brille und ich kann Ihnen alles sagen, ja? Ja, dann holen Sie Ihre Brille raus und Okay. kein Problem. Die Zeit habe ich. Können Sie warten in der Leitung oder Natürlich, lege ich auf und rufe natürlich. ich nochmal? Ich warte Okay. gerne. Ja, können Sie warten in Ruhe. Er ist raus, ne? Ja. Ja, bitte. Hallo. Hallo, bist du noch da? Ja, Sie hatten ja aufgelegt. Ja, wahrscheinlich habe ich falsch gedrückt. Kann das sein? Aber Ja. war ich schnell. Okay. Mit Liv geht immer schneller. Ja, gut. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist johavu.linksbachberger heim at fukaro.com. Nee, Stimmt. Joachim heißt das und Ringsbach-Bergheimer. Joachim. Joachim. Ja, Punkt, Ringsbach-Bergheimer, et Fukaro ist falsch, die ist abgelaufen. Da Ist ist, abgelaufen. ja, deswegen et Okay. gmx.de. GMX. Genau. Okay, wunderbar. Da habe ich Ihre E-Mail-Adresse. Ja, so ist mal, wenn vergisst man die Brille. Ja. Okay, sind Sie bei der Seite? Ich bin auf meiner, auf meinem E-Mail-Konto. Okay, bei Ihrem E-Mail-Konto. Da Okay, schicken Sie dann warten am Sie besten kurz. mal die E-Mail hin. Ja, ich bin am Schreiben. Ja, okay. Nehmen Sie sich die Zeit. Kein Problem. Ich nehme immer Zeit. Aber was möchte ich Ihnen auch sagen? Ja, bei der Kryptonetik. Sie können auch in Ruhe eine Demokonto erstellen. Na ja, gut, okay. Oder haben Sie schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich möchte ja erstmal wissen, Aber mit wem ich es zu tun habe. Das ist. habe ich schon gesagt, mein Name es ist Ja, nee, Rebecca. mit welcher Firma ich es zu tun Ach habe. so, die Firma. Ja, wir sind Genau. verteilt in verschiedene. Ich suche langfristige Partner und Das brauchen wir auch. ja, eben. Und genau deswegen möchte ich gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe, wer wo registriert und reguliert wird. Und das sind für mich wichtige Informationen, wenn ich Geld investiere. Natürlich. Das ist der erste Schritt nach vorne. Genau. Genau. Das dauert ein bisschen. Kein Problem. Sie sind erst schon zu Hause, oder? Wie war Richtig. Ihr Tag heute? Alles Ja, gut, es oder? war ganz in Ordnung. Arbeit viel.
mit Papier, mit Kram, oder? Ja, weniger Papier als mit dem Rechner. Ach so, Als wie mit dem man. Ingenieur macht man weniger mit Papier. Ja, das weiß ich schon. Aber ja. Wie lange sind Sie in dieser Bereich? Schon über 20 Jahre. 20 Jahre. Ja. Okay, das ist schon gut. Und früher Erfahrung gesammelt über Kryptowährung und Online-Investitionen. Online-Investitionen schon. Ich habe schon mal Aktien gekauft. Ist schon ein paar Aktien? Jahre her. Ja, Aktien. Welche Aktien? Naja, Telekom Von damals. welcher Firma? Telekom? Telekom war das damals, genau, ja. Und wie ist es gelaufen? Ja, naja, nicht so schlau. Die Warum? Telekom-Aktie, ja, das hat ja im Prinzip nur den Aktionären oder den Vorstandsmitgliedern genutzt. Die haben sich Ach die so. Taschen vollgesteckt und die Aktionäre haben nicht viel davon abgekriegt. Ach so, verstehe ich. Na, so ist das. Aber mit Kryptowährung glaube ich, Sie haben keine Erfahrung damit. Nee, habe ich nicht. Deswegen habe ich mich ja dafür interessiert. Okay. Sie brauchen eine automatische Plattform, was macht die Arbeiten selbstständig. Ja, Sie brauchen eben nicht viel Zeit dadurch zu kommen. Stimmt das, oder? Nicht Und dann zwangsläufig. muss. Wenn ich handeln kann, dann nehme ich mir auch Zeit dafür, wenn ich gute Ach so. Gewinne machen kann. Wie hoch kann ich denn Gewinne machen? Was ist da möglich bei Das Krypto? liegt auch mit welcher Kryptowährung müssen Sie anfangen. Ja, es gibt verschiedene Kryptowährungen und verschiedene Preise. Welche Kryptowährung ist momentan gut? Und Immer gut ist die Bitcoin. ja, aber Ja. Bitcoin, ich meine, der ist ja nun so stark gesunken und wer weiß denn noch, ob die nicht noch der Bitcoin nicht noch weiter sinkt. Das kann ja keiner vorhersagen. Haben Sie schon gehört über Ja. die Dogecoin? Gehört habe ich da auch schon von, ja. Ja, Dogecoin hat auch Erfolg gehabt. Vor 2, 3 Wochen. Elon Musk. Ja, gut, aber Musk, der ist für mich kein reeller Partner und deswegen, ja, gut. Warum keine reale Partner? Ja, was der Musk alles so macht, finde ich nicht gut, was er macht. Finde ich nicht gut. Okay. Warte kurz. Schauen Sie, haben Sie was bekommen? Na, ich guck mal. Nee, noch ist Aber nichts da. ich habe geschickt, vielleicht dauert ein bisschen. Ja. Okay, bei Cryptonetic schauen Sie alles da. Sie können auch die Demokonto eröffnen zwischen die Zeit, was wir gesprochen sind. Ja, aber erstmal möchte ich gerne die E-Mail lesen. Ja, die E-Mail kommt. Ja, kommt gleich. Ich habe losgeschickt. Wie gesagt, noch ist sie nicht da. Ja, wird kommen. Es ist mir auch heute einmal passiert. Ja, es ist gekommen bei einem Kunde von mir, bei Spam. Schauen Sie einmal bei die Ja, Spam. nee, Spam ist geöffnet. Noch nicht. Da wird mir immer direkt angezeigt, was da reinkommt, in welches Postfach. Das sehe ich sofort. Wunderbar. Aber Noch nicht gekommen. Ja, noch ich nichts schicke. da. Losgeschickt ist. Na, wenn die erste noch nicht angekommen ist, dann wird die zweite ja auch nicht ankommen. Ich habe ge
mx.com, Nein, oder? DE habe ich gesagt. D, DE. ah, deswegen ist nicht gekommen. Ja, ich mag noch mal. Ja. Ja, kann passieren. Auch mit Brille. Ja, tatsächlich. Na gut. Com und DE hört sich ja sehr ähnlich an. Ja, nur zwei, drei Buchstaben Unterschied. Ja. Okay, schauen Sie noch mal. Ja. Noch nichts da. Na, ein bisschen kann es ja dauern. Über den Ja, Kanal passiert. sozusagen. Ja, über die Kanäle. Ja, aber Sie können mir ja vielleicht mal in der Zwischenzeit mal sagen, unter welchem Namen Ihre Firma bei der FCA registriert ist und gelistet ist. Unter welchem Firmennamen? Das möchte ich gern zeigen, wenn wir zusammen einmal verbinden können. Über Naja, Sie können es mir ja den erstmal wir. sagen. Sie können es mir einfach erstmal sagen. Ich kann es ja einfach überprüfen, ist ja kein Problem. Solange die E-Mail eh noch nicht da ist. Warte. Ich schicke die E-Mail. Ich habe losgeschickt. Ich Ja, aber weiß sie nicht, ist ja noch warum. nicht da. Deswegen Kann sage ich auch, passieren bei den um die. Kanal. Ja, aber um die Zeit zu überbrücken, können Sie mir dann einfach mal sagen, unter welchem Firmennamen Sie Sie bei haben der schon mir FCA. gesagt, Sie haben genug Zeit, ja? Ja, das. Ja, aber in die Zwischenzeit können wir ja schon mal gucken. Sagen Sie mir einfach Genau. den Firmennamen, unter dem Sie bei der FCA gelistet sind und reguliert sind. So, können wir zusammen verbinden? Ja, Es sagen wird Sie mir doch besser. erstmal, unter welchem Namen Sie da gelistet sind. Ja, das möchte ich Ihnen gern zeigen. Nee, das können Sie mir doch sagen. Ganz einfach sagen. Können Sie das nicht? Hallo? Hallo? Der ist schon wieder raus. Na, ich sehe es gerade. Offensichtlich wollte diese Schlaftablette mir nicht verraten, wo sie reguliert sind. Es ging wohl nur darum, per AnyDesk auf meinen Rechner zu kommen. Ich kann nur davor warnen, jemand anderes auf euren Rechner zu lassen. Wie anfangs gesagt, habe ich alle langen Sprechpausen schon rausgeschnitten, sonst wären alle Zuhörer inzwischen eingeschlafen. Im nächsten Video wird es sicherlich wieder etwas lebendiger. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar zu diesem Faultier hinterlassen. Und natürlich auch die Glocke drücken, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis dahin, lasst es euch ge gut gehen. Tschüss.